Hallo, liebe Leute und Leutinnen. Ihr seht, ich beachte die Regel des Genderns. Der Reg ist wieder da. Beziehungsweise meldet sich zurück mit einem Video. Und zwar war ich kürzlich mal wieder in Kiel. Und ja, das war ich letztes Jahr auch schon. Hab dort den lieben Ruhn besucht. Das Video vom letzten Jahr ist hier. Dieses Jahr gab es ungefähr das gleiche nochmal. Ich habe dieses Jahr leider nicht ganz so viel gefilmt. Und naja, aufgrund dessen, dass ich nur mein Smartphone zur Verfügung hatte, ist der Ton auch nicht so prickelnd. Deswegen sind es größtenteils nur irgendwelche Bildaufnahmen. Aber die will ich euch nicht vorenthalten. Deswegen habe ich das Ganze schön zusammengeschnitten. Ich hoffe mal, es gefällt euch. Wenn ja, dann lasst es mich wissen. Wenn nicht, dann lasst es mich auch wissen und macht Vorschläge, was ich verbessern könnte. Das war's dann soweit von mir persönlich. Film ab. So, heute Abend wird mit der Cthulhu gespielt. Dennis erstellt gerade noch seinen Charakter mit diesem wunderbaren Erstellungsprogramm-Dingens. Also jedes Jahr anscheinend, wenn es nach Kiel geht, eine Runde Cthulhu. Wir gehen wahrscheinlich wieder drauf. Ja. Mal gucken, ob es so bunt und detailliert wird wie letztes Jahr mit den Sterbeszenen. Sieht man hier mal die ganzen Knallschoten auf einen Haufen und eine kleine süße Maus.
So, wir machen jetzt etwas, wovon nur ein Bruchteil von uns gedacht hat, dass es jemals dazu kommt. So eine richtige WoW-LAN-Party. Ja, mit Chips und allem drum und dran. Der Troll hat uns alle angesteckt. Ja, ja, natürlich. Mal gucken, was da so wird. Das Spiel ist so tatsächlich noch älter als mein Laptop und dementsprechend läuft es selbst auf meinem Laptop einigermaßen flüssig, so ziemlich flüssig. Hier, seht ihn euch an, ein tanzender Ork.